Hey, du. Ja, genau du. Schau mal rüber. Ja? Brauchst du einen Schulabschluss? Was ist los? Ob du einen Schulabschluss brauchst, habe ich gefragt. Natürlich brauche ich irgendwie einen Schulabschluss. Was ist das für eine Frage? Ich brauche ja auch irgendwann einen Job. Echt jetzt? Irgendwann, irgendwas? Dann geh doch einfach irgendwo hin. Ich will aber nicht irgendwo hin. Ich möchte schon das machen, das zu mir passt. Ach echt? Also doch Ansprüche an die Zukunft. Das ist doch mal ein Anfang. Wie wäre es denn zum Beispiel mit der Feintechnikschule in Schwenningen? Kennst du die? Ich weiß nicht. Technik? Ja klar, Technik kann ganz vielseitig sein. Technik ist Kommunikation. Auf der FTS findet sie fächerübergreifend und jeden Tag statt. Ganz egal, ob du auf der BFS, dem TG oder dem BK bist. Weißt du, Kommunikation ist nicht nur der Weg zu einem erfolgreichen Ergebnis, sondern auch zu einem erfolgreichen Miteinander. Kannst du mir folgen? Ja, ist ja schön und gut. Aber mach mal anders. Was ist Technik noch? Klar doch. Technik ist Leidenschaft. Ob du es glaubst oder nicht, Leidenschaft und Präzision sind deine wichtigsten Werkzeuge. Und gemeinsam mit regionalen Partnern aus der Industrie kannst du die Welt von morgen mitgestalten. In der Industrie geht es heute nicht nur um Fachwissen. Wir suchen auch Allrounder, wir suchen Leute, die querdenken, wir suchen flexible Leute. Deswegen gehen wir heute schon an die Schulen, damit wir die Leute von morgen bekommen können. Ja, da hörst du's. Und sie muss es ja wissen. Aber jetzt halt dich fest, du wirst es nicht glauben. Technik ist auch Kreativität. Kreativität entwickelt sich mit den Möglichkeiten, sich in einer Aufgabe individuell entfalten zu können. Klingt kompliziert, ist aber so. Du bringst die Ideen mit, die Feintechnikschule die Mittel. Du kannst Kreativität nicht erlernen. Du musst sie entdecken und die FTS begleitet dich auf diesem Weg. Ich profitiere heute eigentlich noch in meinem Berufsleben von der Feintechnikschule. Im ganzen Grundlagenwissen, das kommt alles von hier. Aber was, wenn ich Medizin studieren will? Dann mach halt. Du kannst auf der Feintechnikschule das allgemeine Abitur machen und alles werden. Vom Chirurg bis zum Unterhosendesigner. Habe ich dich damit überzeugt?